Kapitel 10 Zukunft. Und jetzt haben wir die Nummer 9. Also Kapitel 10 Zukunft. Abschnitt 9. So. Wir haben nämlich die letzten paar Vorträge von Zukunft mir rückwirkend geben lassen, habe mal alles durchgehört, angeschaut, okay, sicher, es gibt sicher Versprecher oder man kann mich da wirklich rügen, auch, was die vielleicht die gesprochene Aussprache oder Grammatik oder ja, so, aber man kann mich nicht belangen in Bezug schriftlich etwas falsch gemacht zu haben, also rechtschreibmäßig kann man mich nicht belangen. Blödsinn. So, man soll, wie gesagt, das Leben schon aus einer Perspektive versuchen zu betrachten, sodass man Abstand hat zu Mechaniken des Ablaufes der Übereinstimmung, was wir eh schon durchgemacht haben. Die Tretmühle geht. Es ist alles da, was heute da ist. Alles läuft und läuft, so ein paar Windräder, ein paar stehende Windräder. Ja. So, heute habe ich wieder einen Weg gewählt, der was bei einem meiner Vorträge bereits sehr gut, hilfreich, nutzend ich mit einbeziehen konnte. Und ich dachte mir, heute nach dem Mittagessen werde ich wieder eine kleine Wanderung machen, werde mir wieder etwas von mir geben und schauen wir mal, was mir einfällt. Ich mache immer, wie gesagt, in Abständen rückblickend Durchhöraktion, damit ich weiß, was habe ich schon alles gesagt, was nicht, dass ich mich jetzt wieder wiederhole und dieses und jenes wieder auch verordnet. Außerdem könnte sich da das Gegenüber Anhörende denken, ob sie zu dumm sind, dass ich das alles wiederholen würde. Aus diesem Gesichtspunkt das so machen würde, ist nicht der Fall. Gut, wie gesagt, noch einmal zu meiner Vortragsreihe. Es wird alles live gemacht, es gibt keine Überlegungen oder aufgesetzten, mir auferlegten Richtlinien, wie ich den Vortrag halten würde. Sogar das, was ich heute zu sagen habe, hängt nicht unbedingt davon ab, was ich bis jetzt gesagt habe, aber ich versuche halt alles in einen Aufbau zu machen, damit man das nachvollziehen kann, was ich ihm zu sagen habe. So, heute. Zukunft ist noch nicht abgeschlossen. Nein, das Kapitel Zukunft oder der Teil Zukunft ist noch nicht abgeschlossen. Warum nicht abgeschlossen? Weil ich bereits gesagt habe, dass ich so an die 200 Jahre, 250 Jahre mich vorbewegt hatte und dahinter eben Dinge gesehen habe als Resultat, was da bereits geschehen ist, gesehen habe und diese noch nicht geäußert habe. So. Soll ich jetzt eine Zusammenfassung machen, ganz kurz, was ich bereits rückwirkend alles gesehen habe? Ich könnte das jetzt aufteilen von Vergangenem, Eingetroffenen, Vorausgesagten, was bereits eingetroffen ist. Ich könnte da solche Abschnitte machen und das noch einmal wiederholen, aber ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich nicht viel Zweck. Oder ich kann dann sagen, okay, gegenwärtig, was läuft und was jetzt gerade im Werden ist. Und wenn man das hochrechnet, kommt es genau dorthin, wo ich rückwirkend halt in der Zukunft zurückgesehen habe, was in 20 Jahren oder so eben
da zu sehen war als Resultat. Habe ich auch schon gemacht. Ja, gibt es da noch irgendwas da in der Gegenwart, was man auch hochrechnerisch von jetzt aus gesehen zu dem, was ich bereits geäußert habe, was geschehen wird oder rückblickend bereits geschehen ist, wo jeder für sich das vielleicht anschauen kann und sagen kann, ja, wenn man das so sehen kann und was jetzt geschieht, aus persönlicher Beobachtung, ja, wenn man das hochaddiert, ja, könnte das schon, jetzt kommt mir eine gute Idee. Ich habe ja meine erste Ausgabe habe ich im Wagner Verlag verlegen lassen und leider Gottes ist dieser Wagner Verlag in Konkurs gegangen nach einem Jahr. Das Buch, ja, hat guten Anlauf genommen, was ich so mitbekommen habe. Dann jenen habe ich keine rausziehen können noch, weil das war eben so der Vertrag und so halt. Egal. Mittlerweile habe ich, wie gesagt, die Rechte alle zurückbekommen. Drum auch wieder die Neuüberarbeitung. Und jetzt, da werde ich halt wirklich schauen, dass diese Neuausgabe dann sehr, 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 sehr eben auch das mit einbezieht, wo halt im Nachhinein an mich Fragen herangetreten wurden, ja, die ich beantworten versuche, eben im Detail reinzugehen. Aber wie gesagt, jetzt da interessanterweise eine solche Äußerung, wie gesagt, zur Hochrechnung habe ich gerade vorher angeschnitten, damit man aus dem Heute hochrechnen kann, was ich bereits jetzt in den nächsten 20, 30, 80, 100 Jahre gesehen habe, jeder für sich machen könnte, habe ich von einem Professor aus Deutschland, Name kann ich natürlich nicht nennen, ist ganz klar, auch ein kurzes Statement bekommen, weil, obwohl ich meine erste Ausgabe Anonymous herausgegeben habe, weil da wollte ich mich nicht unbedingt jetzt da mit Namen präsentieren und so, aber es wurde doch ein Kanal offen gelassen, mich kontaktieren zu können. Und ich habe leider Gottes dieses E-Mail nicht mehr. Ja, egal, man glaubt es mir sowieso nicht oder man glaubt es mir oder was der Teufel was. Mir ist es auch wurscht, ob mir jetzt jemand glaubt oder nicht glaubt. Ist es für jemanden so, was ich sage, was ich beobachte, kann er dasselbe beobachten oder es auch nicht? Das ist der springende Punkt. So, dieser Herr Professor schrieb mir, Herr Nymus, hat sogar mich mit diesem Namen da angesprochen. Er ist in der Astrophysik und so bewandert und wie gesagt, soll auch einen Universitätsabschluss haben und bezeichnete sich als Professor. Ich bin der Sache nicht nachgegangen, ob das jetzt wirklich jemand ist. Kann auch fungiert sein, keine Ahnung, ist egal, aber ich nehme das jetzt nur her, damit ich da auch das äußern kann, was ich vorher gesagt habe. Er hat sinngemäß geschrieben, Herr Nymus, ich muss Ihnen zu diesem Buch gratulieren. Seiner Hochrechnung nach und was auch schon er in der Vergangenheit gemacht hat, die letzten 20 Jahre oder so, und jetzt hochrechnet in die Zukunft rein, dann ist das für ihn total nachvollziehbar. Und ja, die Wahrscheinlichkeiten, was ich da hingestellt habe, jetzt da, anhand von seiner Berechnung und Beobachtungen und seinen Informationen, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Dinge auch so kommen werden. Ist doch nicht schlecht. Gut, so. Jetzt habe ich da eine Begegnung mit einem Wanderer oder beziehungsweise einem Sportler. Ich versuche dem so zu entgehen, dass ich ihm jetzt da aus diesem Teil 9 einen Abbruch mache und dann mit Teil 9 arbeiten gehe. Okay.